Und wie das hier so üblich ist, hat das erste Wort der Coach der Gäste, Michael Schmies. Ja, nochmal herzlich willkommen. Und wie fällt dein Fazit aus? Ja, gut, erstmal Gratulation für Nordrhein. Für uns natürlich auch eine schwere Niederlage, weil ich denke, es war total unnötig. Wir müssen in der ersten 5 Minuten auch zwei Riesenchancen, muss man auch mal 1-0 machen. Dann läuft natürlich so ein Spiel auch anders. Dann haben wir Spiele allerdings aus der Hand gegeben, waren nicht im Zweikampf, haben die Dinge, die wir wollten, nicht umgesetzt. Trotzdem, denke ich, waren nicht so viele Chancen von Nordrhein da und trotzdem gehen wir dann in den Rückstand. Und ja, die zweite Halbzeit, dann auch wieder erste Viertelstunde, war nicht gut von uns. Dann haben wir, denke ich, eine gute Schlussphase gespielt mit vielen Torchancen. Ja, gut, was soll man sagen, ist schwierig. Natürlich jetzt trotz nach dem Spiel, ein bisschen enttäuscht. Und bei allem Respekt vor Nordrhein, aber wenn man so ein Spiel nicht gewinnt, dann steht man zurecht. Ja gut, vielen Dank dafür. Dann war es das auch schon für unsere Gäste. Wir wünschen euch natürlich eine gute Heimreise und sehen uns dann in Gifhorn zum Rückspiel wieder. Ja, Jan, herzlichen Glückwunsch zum ersten Sieg der Oberliga-Saison. Wie hat es dir gefallen? Was haben die Jungs auch besonders gut gemacht? Warum gewinnen wir? Und wie viel Angst hast du vielleicht am Ende noch, dass es auch noch schief geht? Ja, danke. Wir fahren nicht über die taktische Dinge sprechen heute, sondern einfach über die Gefühle, über die Mission. Ich bin unfassbar stolz auf das Team. Ich denke, vor 5, 6, 7 Wochen hat wirklich niemand damit gerechnet, dass wir in der Lage sind, ein neues Spiel zu gewinnen. Jetzt haben wir schon 3 hintereinander nicht verloren. 1 davon gewonnen, 2 Unentschieden. Das ist richtig gut. Das macht mich einfach stolz. Und ja, das Spiel, die uns wieder dieses Spiel nicht weiterentwickeln. Und zudem haben wir drumherum einfach auch super Stuff. Also, kleine Anekdote, ich bin heute in die Kabine gekommen, unsere Mannschaft, die vorhin und jeder, der ihn kennt, kam an dem Screenshot und jeder, der ihn kennt, der weiß seine Schule und hat auch hingewiesen, das ist mir aufgefallen. Also man merkt einfach schon, es ist eine gute Stimmung, jeder will mithelfen und das macht es mir brutal einfach, so eine Mannschaft zu trainieren, wo wirklich jeder Spieler und jeder, der das Staff mitarbeiter, einfach helfen will. Und das ist alles so, das ist eine super Eigenschaft und das zeigt auch den Eintracht wieder, dass wir hier spielen wollen. Und ich bin super, super stolz und auch klar, ganz klar erleichtert, dass wir heute erst in der Punkte geholt haben. Alle gemeinsam. Ja, herzlichen Dank. Ja, wollen wir schon den Blick in die nächste Woche richten? Oder wollen wir uns dafür noch Zeit lassen und uns jetzt drum kümmern? Man darf ja nach dem Spiel auch wieder Pilz trinken, habe ich gehört. Wie ist es dir lieber? Ich denke, wir sollten uns heute alleine beschäftigen, den Erfolg zu genießen. Und dann in der kommenden Woche die Blick auf der Kiste nicht mehr heute, damit das Virus einfach verdient. Nicht mehr über Fußball zu sprechen. Maximal wird das passieren gelassen. Perfekt, so machen wir es, Jan. Dann in diesem Sinne auch unseren Zuschauern auf Facebook noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche. Alle, die es mit der Eintracht halten, endlich mal wieder stolz auf oben, der Nord ist, durch Göttingen noch.